Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er: Welche? Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm: All diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass Jesus, als er die Gebote aufgezählt hatte, kein einziges erwähnt hat, das sich auf Gott bezogen hat. Mit gutem Grund. Weil er gewusst hat, dass genau hier die Schwachstelle von diesem reichen Jüngling ist. Man kann sehr wohl in Wohlstand leben und ein netter Zeitgenosse sein und wirklich keines der Gebote brechen. Und doch steht das Leben unter falschen Vorzeichen. Nämlich, dass man eben der eigentliche Götze ist der Wohlstand und Gott nur Mittel zum Zweck. Es ist eben genau der springende Punkt, der fehlt. Der Herr ist der Herr und ihm gehört alles. Und er ist nicht nur deshalb da, dass alles gut ausgeht und unsere Schäfchen im Trockenen bleiben und alles unter einem Schutz steht, so wie ein Mafioso, der bevor er eine Bank überfällt, eine Kerze beim heiligen Antonius anzündet, dass er ihm beisteht. Das ist ein witziges Beispiel, worüber wir lächeln können. Aber eigentlich ist die Katholizität unserer Heimat genauso. Bei einem Großteil der Menschen ist es so, dass Gott nur Mittel zum Zweck ist, damit wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, die gut bürgerlich situiert ist, weiter bestehen kann. Wo wir den Herrgott mit ruhigem Gewissen einen guten Mann sein lassen können und weiters tun wir das, was wir wollen. Das geht so. Das ist keine Liebe zu Gott. Das ist ein Missbrauch der Religion. Und eigentlich eine Verhöhnung Gottes. Weil er nicht ernst genommen wird als Gott. Und dann nisten sich natürlich die Parasiten ein. Nach und nach kommt
ein neuer Bereich, wo man sich fragt, naja, warum darf ich das eigentlich nicht? Gott wird schon nichts dagegen haben. Und so direkt gegen ein Gebot verstoße ich ja nicht, wenn ich das mache. Und die Großzügigkeit der Grenzen gegenüber wird dann immer größer. Und die Götzen werden einem immer wichtiger. Ohne dass man das jetzt richtig merkt. Man grast in alle Richtungen ein bisschen hinaus und denkt sich, naja, das werde ich wohl doch noch dürfen. Und im Grunde genommen, der Kern ist längst verloren gegangen. Die wirkliche Liebe zum Herrn, die sich um die Ehre Gottes sorgt. Und darin ist dann im Grunde genommen Aufstieg und Niedergang eines Volkes. Wenn ein Volk wirklich Gott ehrt und aus Liebe zu Gott ist es eine Ehre, seine Gebote zu halten. Weil darin auch der ganze Segen ist. Dann wird das Volk auch gesund sein. Wenn die Liebe zu Gott geschwunden ist und das Halten der Gebote immer schlampiger wird und immer großzügiger der Sünde gegenüber, dann tauchen alle möglichen Dinge auf. Alkoholismus, Drogen, Aberglaube, Esoterik, die Vergehen im sechsten Gebot, der schlampige Umgang mit dem Wort, Fluchen und so weiter und so fort. Und man wundert sich, warum kein Segen mehr da ist, warum alles im Volk den Bach hinuntergeht, weil alles nur mehr wie ein ausgehöhlter Baum ist, ein Torso. Außen noch einigermaßen von der Fassade gehalten, aber innerlich längst leer. Noch hat Gott unser Volk nicht verworfen. Noch gibt es immer wieder neue Chancen, dass wir anfangen, Gott wirklich die Ehre zu geben und ihm zu bieten, um seinen Segen wieder zu erlangen. Und es ist immer so, dass eine kleine Minderheit beim Volk Israel, es waren die Richter, oft ein einziger Mann, der aber Gott dann wirklich ganz ernst genommen hat und der das ganze Volk neu aufgerichtet hat. Und so sind auch wir gerufen, stellvertretend für unser ganzes Volk, für unsere Familie, für unsere Dörfer und Orte, für unsere ganze Pfarre, unser Herz, unser Leben, für Gott in die Waagschale zu werfen, ihn zu lieben, aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all unseren Kräften, und unseren Nächsten, so wie uns selbst. Amen. Vergelt's Gott.